Leute und willkommen zu einem neuen GW2-Video auf dem Kanal. Nach einer sehr langen Pause bin ich wieder da, wie versprochen, zum Soto-Release. Das heißt, wenn das Video gerade online geht, dann ist auch Soto Secrets of the Obscure schon draußen. Und ich will heute mit euch so ein bisschen darüber sprechen, was dieses Add-on so besonders macht und vor allem natürlich über die Release-Struktur der Zukunft, denn es gibt so ein paar neuere Dinge und es ist vielleicht ganz geil, wenn ihr darüber Bescheid wisst. Kapitel 1, was ist denn bisher schiefgegangen? Es ist nicht wirklich alles schiefgegangen bisher, es ist eher ein Problem, was man sozusagen fast schon übernommen hat als eine Philosophie des Entwickelns. Bisher war es ganz typisch, dass wir ein Add-on bekommen, wie Heart of Thorns zum Beispiel, und vor diesem Add-on und nach dem Add-on eine kleine, ich sage jetzt mal, Nebenbei-Story hinleiten soll zu dem nächsten Step, der jetzt kommt. Diese lebendige Welt, die wir dadurch immer hatten, war im Prinzip schon das, was sie jetzt so ein bisschen wieder versuchen zu beleben, nämlich eine Content-Versorgung der Spieler alle 2 bis 3 Monate, um im Prinzip niemals in so ein Content-Loch zu kommen. Allerdings ist es so, dass natürlich ganz, ganz logischerweise durch die Entwicklung an einem einzigen Add-on, was am Tag 1 alle Inhalte haben soll, die Entwickler natürlich auch unglaublich eingebunden sind. Das sorgt natürlich dann dafür, dass diese Entwickler auf dem Weg dahin fehlen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Add-on habe, was in 2 Jahren rauskommt, sind in den 2 Jahren die Entwickler beschäftigt und es ist vielleicht ein ganz mini kleines Team dabei, was nebenbei so ein paar Sachen macht, Living Story macht und praktisch von Woche zu Woche arbeitet, so dass es auch sehr ungesund ist, dass man praktisch gerade so immer eins fertigstellt, zum nächsten hastet. Wir haben das erlebt, die meisten kennen das. Es hat hier und da eben dann auch an Qualität gemangelt. Es war also relativ kurz immer nur und es waren kurze Episoden, die nicht wirklich sehr lange unterhalten konnten. Das ist das Problem, was wir bisher hatten. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Content-Flauten ließen sich immer ganz gut überbrücken durch die Festivals am Anfang, aber da die jetzt schon seit 10 Jahren immer die gleichen sind, ist auch das kein Content mehr wirklich. Ja, wir sind also wirklich in diesem ständigen Hasten von lebendige Welt zu lebendige Welt zum Add-on, dann wieder warten. Und dann ist eben auch das Problem, dass wir natürlich dann meistens in der Phase vor einem Add-on eine sehr lange Zeit Ruhe haben. Und genau diese Philosophie, die natürlich auch auf die Gesundheit der Entwickler geht, ja, wenn die immer nur hastig was machen, bleibt einfach am Ende auch nicht viel übrig, ja. Diese Philosophie ist also entsprechend eigentlich so ein Entwickeln auf ein Ziel und nebenbei kann man ganz wenig machen. Ganz typischerweise war in den letzten 10 Jahren von Guild Wars 2, dass einzelne Entwickler in ihrer Freizeit Systeme in Guild Wars 2 überarbeitet haben, Core-Systeme und Co., weil für diese Core-Systeme in diesem Release-Zyklus, wo man sagt, okay, pass auf, Leute, alle machen jetzt das Add-on und die anderen, die paar, die noch übrig sind, machen bitte nebenbei so ein bisschen noch lebendige Welt, dass immer Content da ist, der aber immer nur so halb gar ist. Und genau davon wollte man sich jetzt mit Soto verabschieden. So, und jetzt fragen sich natürlich alle Leute, okay, was ist denn jetzt eigentlich dann neu? Was verändert sich denn jetzt mit dem Soto-Release? Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ArenaNet neben einem Entwickeln von Add-ons jetzt auch noch andere Systeme mit reinbringt. Das heißt, ArenaNet hat sich jetzt überlegt, okay, pass auf, Leute. Wir wollen zwar Add-ons rausbringen, aber wir schaffen es nicht, euch in der Zeit vor dem Add-on mit genügend Content zu versorgen und auch danach, um im Prinzip Content-Durststrecken irgendwo auszuschalten. Deshalb macht man jetzt eins, das ist relativ clever. Man hat sich jetzt überlegt, man splittet also Add-ons in kleine Teil-Releases auf. Ihr kennt das vielleicht schon von These, ist euch vielleicht ein Begriff, wo man also praktisch Add-ons in so kleinen Season-Updates bekommt, im Sinne von, es geht also Stück für Stück weiter. Und hier haben wir das wunderbare System jetzt, dass wir also im Prinzip damit rechnen können, zumindest bei Soto erstmal, bei Secrets of the Obscure, dass wir also 3 Releases haben. Jetzt bekommen wir im August 1, dann denke ich vermutlich, kommt das 2. im 4. Quartal, vielleicht November, ja, oder Dezember. Und dann wiederum im Frühjahr, vielleicht Februar, März, kommt dann das 3. Update und damit auch das Ende der Geschichte. Das heißt also, man nimmt jetzt das Add-on, splittet es auf und versucht dadurch dafür zu sorgen, dass also die entsprechenden, ja, Kapazitäten, die man hat, besser verteilt sind. Und nebenbei, und das ist das Besondere, hat man jetzt auch noch Systeme und Leute, die sich um Core-Systeme kümmern. Das heißt also, entsprechend hat man ein System aufgebaut von Entwicklern, die teilweise sich mit Core-Systemen auseinandersetzen, diese aufbessern, Veränderungen bringen, die schon seit Jahren überfällig sind und somit also dafür sorgen, dass beide Parts, die Zukunft und die Gegenwart immer, also das, was gerade schon als Content da ist, immer schön bespielt wird. Das ist natürlich auch dementsprechend dann wunderbar möglich, dass man Add-ons in einem schnelleren Zyklus bringen kann. Das heißt, jetzt ist die Vermutung, dass wir, wenn wir im 1. Quartal 2024 das 3. Update vom jetzigen Add-on bekommen, also das Ende des Updates, dass das nächste Add-on bereits im gleichen Jahr erscheint, im August wieder oder so. Das heißt, dass man wirklich direkt von Add-on zu Add-on springen kann. Im Prinzip genau das, was eigentlich schon immer mit der lebendigen Welt irgendwie geschaffen werden sollte. Und doch hat man sich dazu entschieden, da irgendwo dann das ein bisschen abzusplitten, weil man doch von diesem Add-on-Typus, diesem einen
mal verkaufen, rausbringen, komplett fertig, einfach nicht abgehen wollte. Und das ist natürlich entsprechend mit Chancen verbunden, aber auch mit Gefahren, die wir uns jetzt angucken wollen. Im dritten Kapitel des Videos möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz meine persönlichen Chancen und Probleme vorstellen, die ich hier sehe bei so einer Art von Release. Es ist natürlich alles jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird oder ob es wirklich so entsprechend passieren wird. Wir werden das sehen. Wenn das Video rauskommt, ist der Release von Soto genau am selben Tag. Und dann schauen wir doch einfach mal, was daraus wird. Auf jeden Fall will ich beginnen mit den Chancen. Oder wir beginnen lieber mit den Problemen. Erst das Negative, dann das Positive. Ich sehe hier auf jeden Fall die Gefahr natürlich ganz klar, dass wir so eine kleine Anschlussproblematik haben. Das heißt, wenn wir jetzt ein Release spielen, wir haben also das Add-on aufgeteilt in drei Teilen, dann gehen wir davon aus, die Story wird auch in drei Teilen kommen. Das heißt, es kommt Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und genau in diesen Abständen müssen wir als Spieler ja irgendwo auch einen Übergang schaffen. Das heißt, ich muss entweder mich damit abfinden, dass das Spiel sagt, okay, pass auf, wir hören jetzt auf mit dem Story-Step 1. Ihr müsst jetzt noch 2 Monate warten. Oder es gibt irgendeinen logischen Grund im Spiel, warum die Story erst 2 Monate später weitergeht. Denn wir hatten bisher das jetzige Thema zumindest, dass die Zeit in Echtzeit auch die Zeit von Tyria ist. So müsste man immer irgendwo im Plot irgendeinen Grund finden, warum man immer diese Releases verschiebt. Das heißt, ich persönlich bin kein Freund davon, wenn man storymäßig da so tut, als wäre irgendwie eine Zeit jetzt notwendig, dass man jetzt nochmal warten muss. Ich würde damit super fein sein, wenn man sagt, okay, pass auf, Leute, ihr wartet halt jetzt 2 Monate, die Story geht aber in 2 Monaten genau da weiter, wo sie jetzt war. Es gibt also nicht im Spiel eine Wartezeit. Das ist eigentlich dann einfach nur für die Spieler getrennt. Das kann aber wieder natürlich für andere Spieler ein Problem sein. Die können sich dann sagen, yo, jetzt bin ich irgendwie so rausgerissen. Ich komme nicht mehr rein. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Und ich hoffe einfach, dass sie nicht auf Krampf versuchen, irgendwo storymäßig das zu verknüpfen immer wieder, dass da irgendeine Wartezeit ist oder irgendein Portal oder irgendeine Zeitschleife entsteht. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht passiert. Ein weiteres Problem natürlich ganz, ganz klar kann sein, dass deshalb der Content auch ein bisschen zu mau wird, dass da nicht genug da ist, was wir spielen können. Jetzt ist natürlich der Punkt, sie wollen ja genau damit dafür sorgen, dass genug da ist. Aber dennoch müsst ihr euch überlegen, dass natürlich kein Content, der rauskommt, 2 Monate lang aktiv bespielt werden kann, ohne dass man Dinge wiederholt. Das heißt, wir müssen uns natürlich damit abfinden, dass hier irgendwo immer der Content aufgebraucht wird. Weiteren Updates sollten aber einfach nur das erweitern. Dann wäre das Problem auch schon wieder aufgelöst. Und ein drittes Problem, was ich auf jeden Fall sehe, ist natürlich, dass sie sich hier ein bisschen verzetteln und vielleicht wirklich entsprechend die Entwicklungszeit ein bisschen falsch einschätzen, weil ich gehe nicht davon aus, also es kann sein, ich weiß es nicht, dass das Update 3 vom jetzigen Add-on, was rauskommt, schon fertig ist. Kann aber auch sein, dass sie in der Entwicklung aufgrund von Fehlern gar nicht mehr hinterherkommen, die Fehler auszumerzen, gleichzeitig die zweiten und dritten Teile zu entwickeln und wir dann ein kleines Problem bekommen. Das heißt, ich hoffe wirklich, damit das Problem kein Problem wird, dass die ganzen Inhalte schon irgendwie fertig sind, dass nur noch dieses fein Polieren und so noch reinkommen muss. Die Chancen, die ich sehe bei dieser Release-Art, sind natürlich, dass wir diese Content-Löcher nicht mehr haben. Also genauso wie sie es auch sagen, dass wir also abgeschlossene Geschichten haben. Es ist ja so ein bisschen, glaube ich zumindest, der Plan, dass also jedes Add-on für sich steht und nicht immer dieses, ja, endlose Zyklus des Drachen, 10 Jahre lang den gleichen Scheiß. Und vielleicht haben wir das Glück und es ist wirklich so, dass wir sagen können, okay, man fällt praktisch von Update in Update. Ja, man hat ja zwischen den Updates noch die Festivals. Das ist für mich persönlich kein Content mehr, den ich zählen möchte. Aber dennoch ist das eine gute Idee, dass man sagt, okay, ihr habt eigentlich jeden Monat, alle 2 Wochen oder alle 3, alle 4 Wochen irgendwas, was ihr tun könnt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ich hoffe, dass der Inhalt hier nachkommt und eine weitere Chance, das ist für mich das Wichtigere. Es ist vielleicht ein bisschen seltsam, das zu hören, aber die größte Chance, die ich hier sehe und das ist für mich als Spieler halt super, super wertvoll, ist vor allem die Chance, dass also bestehende Systeme parallel auch weiterentwickelt werden. Weil das hat man bisher kaum gehabt oder ganz wenig, dass also Systeme wie zum Beispiel das Skill-System oder vielleicht irgendwelche Systeme mit dem Handelsposten, mit Händlern, mit Crafting, keine Ahnung, was auch immer, einfach so kleine Tweaks bekommen. Das haben wir bisher ja auch gehabt, das ist sehr, sehr schön und da hoffe ich einfach mal, dass genau das auch kommt. Schreibt mir gerne, Interaktion, Leute, ihr wisst Bescheid, in die Kommentare, was eure Hoffnungen sind, eure Ängste sind. Schreibt auch mal, vielleicht ganz, ganz cool, schreibt gerne unter das Video, wie sich das entwickelt hat, was eigentlich von den Sachen, die ich gesagt habe, wirklich eingetreten sind, welche Sachen nicht eingetreten sind und ansonsten bedanke ich mich für euer Gehör, für eure Zeit, für Speis und Trank. Wir sehen uns in einem nächsten Video, jetzt wieder regelmäßig. Bis dahin, bleibt geschmeidig, bleibt gesund und bis bald.